Servus, liebe Ödlandbewohner und herzlich willkommen zum nächsten Teil unseres Elex-Let's Plays. Im letzten Mal hatten wir mit Barin gesprochen, der unter Verdacht stand, etwas mit einem Mord zu tun zu haben, den wir gerade aufklären wollen. Aber es hat sich herausgestellt, Barin ist ein guter Freund von dem Mordopfer. Was für uns erstmal den Verdacht von ihm so ein bisschen wegnimmt. Außerdem hat er das irgendwie glaubhaft rübergebracht. Okay, das ist jetzt gerade schon cool irgendwie. Also ich meine so ein Auto in Gothic und so ein Einfamilienhaus hier looten. Okay, irgendwie, ich weiß nicht. Oh, 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 oh. Sack. Wein nehmen wir gleich mal mit. Das war jetzt wieder eine von diesen Pestratten, die ja noch eine der leichteren Gegner sind. Oh cool, voll der schöne Bonsai. Ich hätte auch gern so einen Bonsai. Also wenn mir mal jemand einen Gefallen tun will, kann er mir so einen wunderschönen Bonsai schicken. Ich liebe die Dinger. Und das Krasse an denen ist ja, dass es ewig dauert, bis die wachsen. Und wir haben hier ein altes Papierstück gefunden. Können wir mal gucken, ob wir da irgendwie was dann lesen können. Altes Papierstück. Wir wollen am Samstag bei schönem Wetter eine kleine Grillparty machen. Ihr seid natürlich herzlich mit eurem Sohn eingeladen. Liebe Grüße, Familie Samson. Okay, krass. Irgendwie schon ein bisschen strange, wenn man so einen Brief von dem Toten hier findet. Familie Samson hat hier also gelebt. Seht ihr, und das ist halt genau das Coole an dem handgefertigten, an den handgefertigten Karten hier und dem handgefertigten Levels, weil da halt einfach so viel Atmosphäre und Persönlichkeit drin steckt, was man in anderen Spielen nicht so finden kann, oder gibt zumindest nicht so viele Spiele, bei denen man sowas finden kann. Und wir befinden uns hier im Samson-Haus. Wir finden auch noch ein bisschen Splitter, korrekt, korrekt, korrekt. Kohle kann man immer brauchen und wir haben auch nicht so viel Kohle, nachdem wir jetzt halt für das eine Quest ganz 300 Splitter investieren mussten, damit der eine Typ wieder seinen Handel aufnimmt. Oh! Oh, okay. Hier ist also jetzt ein Tresor. Und es ist jetzt an uns herauszufinden, wie der Code für den Tresor hier lautet. Okay, da habe ich jetzt irgendwie schon Bock drauf. Vielleicht findet man auf dem Dach was. Weil ich meine, ich nehme mal an, dass hier irgendwo ein Zettel dann rumliegt, auf dem der Code steht. Oder sonst irgendeine Notiz. Wo würde man denn den Code für den Tresor verstecken? Wo würde die Familie Samson das tun? Vielleicht in einem von den Blumenkübeln hier? Hier ist nochmal ein bisschen Antitoxin. Wofür das gut ist, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch rausfinden. Hinterm Fernseher? Nee. In einem von den alten Büchern hier vielleicht? Auch nicht. Das ist jetzt wieder so eine spannende Frage. Die unteren Stockwerke haben wir eigentlich auch schon durchsucht. Vielleicht hier hinten in den Regalen. Oh, Zettel mit Gruß erhalten. Den lesen wir gleich mal. Zettel mit Gruß. Alles Gute für meinen süßen Enkel. Der 14.3. ist eine ganz besondere Zahl. Hoffentlich gefällt dir der Inhalt des Päckchens. Liebe Grüße, Oma. 14.3. 14.03. Was könnte das nur bedeuten? Wahrscheinlich der Geburtstag des Enkels. In mir keimt eine Vermutung. Ja gut, ich meine, das ist ja klar. Bin ich mal gespannt, was in dem Tresor drin ist. 1403 ist ja der Code. Dem ist ja das Geburtsdatum des Enkels von der Familie Samson ist.
Wo war jetzt nochmal der Tresor? Hä? Wo war dieser Tresor jetzt? War hier unten? Nee, oder? Doch. Ja, klar, natürlich. Also, 14.03. Enter. Geht doch. Korrekt. Ein Spielzeugauto und Geld. Hey, aber gleich 50 Geldbündel. Das ist natürlich schon krass. Weil es gibt ja für jedes Geldbündel eine Menge Kohle. Das ist dann schon cool. Hat sich auf jeden Fall rentiert. Geil. Leute, wir sind reich. Wir sind stinkreich. Stinkend reich. Familie Samson waren ganz schöne Bonzen. Ein Wunder, dass die so ein fettes Auto in der Garage stehen hatten. Machen wir gleich mal einen Jetpack-Luftsprung. Cool. Ja, geil, Mann. Auf jeden Fall korrekt, dass man jetzt halt hier so kleine Geschichten finden kann, auf die man dann stößt. Und kleine Entdeckungen machen kann. Das ist schon cool. Ich denke mal, man kann hier auch Stunden und Stunden und Tage damit verbringen, diese ganzen Häuser zu erkunden und jedes einzelne auszukundschaften. Ich weiß nicht, warum hier jetzt gerade so ein giftiger Nebel ist. Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt ab, giftiger Nebel, Leute? Wie komme ich hier wieder weg? Oh, ich bin vergiftet. Gibt's Antitoxin? Vielleicht wäre es besser, wenn ich einfach schnell hier wieder rauskomme. Oh, Leute, ich kann jetzt hier nicht bleiben. Ich kann hier nicht bleiben, ich muss einen Heiltrank nehmen. Oh nein, ich sterbe. Oh mein Gott, das war knapp. Oh, jetzt kommt auch noch so ein Stinker. Hier kommt noch so ein Stinker aus dem Haus raus. Ein Häscher. Jawohl, und der hat mich auch noch erwischt. Geh weg. Sehr gut, du blöder Ficker. Vielleicht kann ich ihn mit meinem Bogen platt machen. Nee, auch nicht. Ich kann nur darauf hoffen, dass der kleine Beißer ihn hier auch angreift. Wenn wir ihn hier ausweichen. Wohohoho. Kann es sein, dass meine Pfeile dem gar nichts machen? Wir dürfen uns halt auch kein einziges Mal auch nur treffen lassen. Oh. Okay, nee. Vergiss es. Dem sollten wir uns vielleicht noch nicht unbedingt anlegen. Dann machen wir uns lieber mal auf die Socken. Gucken, dass wir den loswerden. Vielleicht können wir ihn ja auch auf die Tiere hier locken. Dieser ekelhafte Zombie, ist das dann so einer von denen, die durch Elex praktisch Zombies geworden sind, oder was ist das für einer? Ich meine, das Problem ist, ich würde jetzt halt auch gegen ihn kämpfen, auch wenn er noch ein höheres Level hat als ich. Aber das Problem ist, dass ich ihm halt einfach gar keinen Schaden mache mit meinen Angriffen. Oh mein Gott, das hat mir jetzt halt meine ganzen Heiltränke gekostet, die Aktion mit dem Giftgas hier und dem ekligen Häscher. Bin ich hier sicher vor ihm? Wo ist er? Da hinten. Penner. Draußen so. Ich habe auch nur noch zwei Pfeile. Oh weh. Wisst ihr, was wir daraus lernen? Munition sparen, heißt das Motto. Ab jetzt. Munition sparen. Munition ist anscheinend rar gesät. Das wird wahrscheinlich auch eine Sache werden, bei der wir vielleicht noch ein bisschen Crafting lernen müssen, um uns Munition selbst herzustellen. Aber ich würde mal sagen, wir greifen hier erstmal noch die HP ab. XP meine ich. Und töten mal die beiden Streifen hier drüben. Bam! Bam! Ach komm, schlag doch zu! Da ist er wieder. Und er greift mich wieder an.
Da ist er wieder. Er wollte zu seinem tiefgasverseuchten Haus zurückkehren und auf dem Weg dahin hat er uns wieder erwischt. Also ich will jetzt trotzdem noch den... Wow. Ich will trotzdem noch den Wolf da platt machen. Nein, nein! Nein, ich muss laden. Oh nein, er hat uns noch erwischt. Okay, diesmal gehen wir gleich wieder aus diesem Giftgas raus. Wir haben jetzt auch noch unsere ganzen Heiltränke. Wisst ihr was? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Weil die Situation, in der wir gerade waren, war eigentlich eher ziemlich kostenuneffektiv für uns. Wir hätten hier eh viel weniger Nutzen durch XP gehabt, als wir Verluste an Heiltränken und so weiter gehabt hatten. Deswegen bin ich eigentlich eher froh, dass wir jetzt gestorben sind. Außerdem finden wir im anderen Haus jetzt statt giftigen Gasen ein paar gute Becher. Und ihr wisst ja, ich liebe gute Becher. Und eine fleckige Liste. Lampe im Bad wechseln, Reifen im Auto wechseln, Planschbecken im Garten aufbauen. Okay. Witzig. Kann man damit irgendwas anfangen? Oh. Cool, erstes Mal Schloss knacken. Bewege den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für das Öffnen der Zylinder herauszufinden. Okay, probieren wir es doch mal. Okay, das ist das gleiche System wie bei Risen 1, glaube ich, oder 2. Man kann auch den Dietrich irgendwie abbrechen. Da muss man aufpassen. Okay, das Mist, ist schon. Das war mein letzter. Nein, das ist unser letzter. Nein, wir haben keine Dietrich mehr. Hä, aber die Truhe ist trotzdem offen. Hä? Das ist komisch. Boah, der Ring der Lebenskraft. Geil. Ich glaube, den müssen wir fast nehmen. Und was bringt der Energiespeicher nochmal? Der gibt einem Energie zurück. Aber die Frage ist, ob. Oh, geil. Und auch noch eine Menge Elixir. Schön. Die Frage ist, ob Energie Ausdauer ist. Wenn ja, könnten wir vielleicht fast mal diesen Energiespeicher in einen Quickslot legen. Weil Ausdauer ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Faktor für unsere Effektivität im Kampf. Aber lustigerweise haben wir nur 4 Energiespeicher. Mir kam so vor, als hätten wir schon viel mehr gefunden. Kleine Energiespeicher hat man schon 6, okay. Kleinen Heiltrank. Naja, die heben wir uns jetzt mal noch auf. Andererseits, wir haben jetzt momentan den großen Heiltrank im Inventar, deswegen im Quick-Slot. Deswegen nehmen wir lieber mal die kleinen und heben uns die großen noch für die richtigen Kämpfe auf. Davon haben wir auch 9 Stück. Und zwar will ich den hier auf 3. Und dann ist vielleicht mal ganz angebracht, wenn wir mal ein Feuer finden würden, wo wir noch Fleisch braten können. Alter, war dieser Hescher vorhin krass. Der hat mich ja richtig fertig gemacht. Aber das ist bei den Piranha-Bytes-Spielen immer so. Da wird man am Anfang, kriegt man immer furchtbar aufs Maul. Und wenn man dann später besser wird, dann läuft die Sache auch. Wir haben ein paar alte Flugblätter gerade gefunden. Ich weiß nicht, sollen wir die mal lesen? Oh, hier wäre noch eine Pfanne, aber die kann man nicht aufheben, leider. Oh, noch ein guter Becher. Gut. Sehr gut. Wir lesen mal dieses Flugblatt von gerade. Sag dem Arbeitsstress Lebewohl. Wir suchen motivierte, begabte Leute. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibcenter. Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Aha, also eine Job-Annonce. Eine Stellenausschreibung. Rechnungsschreiben erhalten. Das können wir auch mal uns reinziehen. Rechnungsschreiben. Sehr geehrter Mr. Winston, hier wohnten also die Winstons. Dieses Schreiben dient lediglich zur Bestätigung, dass sie das gelieferte Gerät bereits bar mit der Summe von 2000 Credits bezahlt haben. Vielen Dank für Ihr Vertrauen für das Modell 1991. Entschieden das Beste seines Baujahres. Viel Spaß damit, wünscht Ihr Kühltechnik-Team. Okay. Ist das jetzt irgendein Code vielleicht, den wir auf den verschlossenen Kühlschrank anwenden können?
den der Herr Winston hier irgendwo in seinem Haus versteckt hat, vielleicht. Brennstoff hört sich nach einem Flammenwerfer an. Vielleicht gibt es auch noch Flammenwerfer später. Das wäre ja auch richtig cool. Eigentlich wollten wir die nächsten Befragungen noch durchführen. Das machen wir dann auch gleich, wenn wir hier fertig sind. Aber ich muss looten. Ich muss einfach. Was gibt's hier noch zu holen? Ja, ich hoffe darauf, dass wir noch irgendwo einen Tresor finden. Mit Code, damit wir dann da den Code, den wir da vorhin gefunden haben, ausprobieren können. Aber wir lesen erstmal diese uralte Nachricht, die da lag. Sandra, wir haben einen unerwarteten Zwischenfall in der Familie, mussten heute früh leider eilig wegfahren. Bitte schaut ein wenig nach dem Haus und dem Garten. Dankeschön, viele Grüße. Aha. Vielleicht hatten sie ja Glück und wurden nicht getötet von dem Meteor. Also vielleicht gerade woanders waren. Ja, hier waren wir ja schon außen. Tresor. Oh, hä? Cool. Wir haben einfach so den Tresor aufbekommen. Und wir finden da eine Menge richtig wertvolles Zeug. Also wenn das so weitergeht, dann werden Geldprobleme auf jeden Fall kein großes Hindernis darstellen. Weil man da ja massenhaft voll wertvolles Zeug findet. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Häuser hier auszuplündern. Heilige Scheiße. So, weiter geht's. Oh, bin ich erschrocken. Oh. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Bitte nicht. Haben wir jetzt schon den... Oh Mann, In welchem Haus sind wir jetzt gerade? Sind wir noch in dem alten Haus, wo wir vorhin noch... Ah, okay. Wow. Bin ich jetzt erschrocken vor diesem Viech. Was war denn das für ein Viech? Der hat uns auf jeden Fall in zwei Schlägen platt gemacht. Da müssen wir wirklich aufpassen, wenn wir jetzt da wieder rausgehen. Die sehr alte Nachricht haben wir ja schon gelesen. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Oh. Mann, 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 was war denn das für ein Viech? Wieder einer von diesen Mutanten hier. Elix-Mutanten. Okay, erstmal kurz hier oben vom Dach aus Ausschau halten, wo das Viech sein könnte. Wo sind... Ist es das da drüben? Ich glaube, das könnte sein, oder? Und da drüben ist auch das Haus, wo der vergaste Häscher drin war. Glaube ich. Na komm her, schwerfälliger Wühler. Das kann schon sein, dass es der war. Na komm rüber. Komm rüber, du Penner. Und krieg noch einen rein, jawohl! Und Abgang! Oh nein! Oh nein! Ey, mit dem Jetpack kann man tatsächlich seine Ausdauer wieder halbwegs aufladen. Ich nehme mal trotzdem noch einen Heiltrank. Muss ich jetzt leider. Die Sackratte. Oh. Habt ihr gesehen? Der Junge hat auf mich geschossen. Dachte, ich hätte einen Heiltrank schon genommen. Okay, leichte Schläge machen dem nicht viel aus. Ich hoffe, dass das wenigstens ein bisschen XP gibt. Ein ziemlich heftiger Gegner. Yo! Oh, da geht er down, 30 Erfahrungen, naja, das ist gar nicht so schlecht.
Oh Mann. Oh Mann. Und Metallschrott hat er gegeben. Ich hab gesehen, wir haben doch noch ein bisschen mehr Pfeile gekriegt jetzt auch, gell? Ja. Okay, da drüben ist wieder dieser Nebel, da gehen wir diesmal nicht rein. Da gehen wir diesmal nicht rein, auf gar keinen Fall. Wir umgehen das Haus so ein bisschen. Oh, ein kraftloser Raptor. Ist der schon tot? Interessant. Ein bisschen Fleisch werden wir auch mal essen. Damit wir wieder ein bisschen Kraft und Saft bekommen. Okay, also man merkt schon, die Gegner werden stärker. Die Gegner leveln auch nicht mit. Die bleiben je nach Gebiet immer im gleichen Level. Das heißt, am Anfang könnt ihr einfach, wenn ihr euch noch nicht so wirklich mit den ganzen richtig starken Gegnern anlegen wollt, in bestimmte Gebiete gehen. Oh, bin ich doof. Hey, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss mir einen Trank gönnen. Aber was gut ist, man sollte sich diesen Ausweichsprung definitiv angewöhnen. Weil man kann auch mit dem Ausweichsprung Attacken unterbrechen. Finde ich gut. Also man kommt da meistens weg. Da hat man immer eine gute Chance, dann tatsächlich nochmal Angriffen auszuweichen. Und hier haben wir den nächsten Wolf. Na komm her. Oh, da hat uns noch einen. Okay, Ausdauer ist wieder am Ende. Da haben wir den Ausweichsprung ein bisschen zu früh gemacht. Problem ist halt, man kann, wenn man keine Ausdauer hat, auch keinen Ausweichsprung mehr machen. Ausdauer ist jedenfalls echt wichtig. Und krieg noch einen Lauf, jawohl. Ciao. Junger Hornwolf. Waren das früher mal Menschen? Weil die so irgendwie so ein bisschen menschliches Gesicht fast haben. Das wäre ja krank. Das wäre ja völlig krank. Okay, da vorne ist der nächste Kandidat. Na komm her, na komm her. Das Lustige ist, den Jungs hier kann man sogar durch seitlich Laufen ausweichen. Vorhin schon mal gemerkt. Dann läuft er einfach so ins Leere. Ey. Aber anscheinend auch nicht immer. Und bam. Oh nein. Ey, komm. Jetzt, was geht denn beim... Das ist ja eine Blamage. Oh, wir müssen wieder den Jungen hier platt machen. Okay. Ja, genau. Timing müssen wir auch noch beachten. Schwere Schläge machen definitiv viel mehr Schaden. Was ist da los, Mann? Was ist da los? Okay, Konzentration. Konzentration jetzt, komm. Wir werden einfach zu oft getroffen. Wir werden einfach zu oft getroffen. Da kann wirklich nur... Yo! Wo kam das denn her? Hat er sich gerade durchs Glas...
Ist hohe Gras nicht angeschlichen oder was? Willst du mich verarschen? Ja, komm her. Komm her, du Penner. Komm her. Komm her. Oder hat er das aber schon kassiert? So. So. Okay, jetzt hab ich gerade so einen kurzen Ausweichsprung gemacht. Der hat auch ganz gut funktioniert. Vielleicht wäre es fast besser, man macht den tatsächlich. Hä? Ich hab doch. Ich wollte wegfliegen. Ich hab die ganze Zeit mein Jetpack aktiviert. Oh. Also ich weiß nicht, ob ich mich gerade nur so doof anstelle. Oder ob der wirklich noch so stark ist einfach. Dieser junge Wühler, aber vorhin haben wir ihn ja auch platt gekriegt. Vorhin haben wir ihn ja auch platt gekriegt. Komm her, komm her. Wie kann er uns denn da noch erwischen, Mann? Wie kann er uns da noch erwischen? Ich versteh's nicht. So, geht's dir an den Kragen. Warum? Warum hat er nicht getroffen? So, jetzt komm. Komm her, jetzt kriegst du eins auf den deine Arschbacken. Oh, oh, keine Ausdauer mehr, verdammt! Ja doch, echt ganz schön krasse Angriffsanimationen, die kommen recht schnell. Wenn ihr noch Tipps fürs Kampfsystem habt, bitte unten in die Kommentare. Dann, vielleicht mache ich auch irgendwie einfach was falsch. Oh, okay, Plünderer. Hier, Wühler. Warum, seit wann sind eigentlich Wühler stärker als Wölfe? Unfassbar, und jetzt speichern wir gleich mal. Jetzt wird gespeichert. Damit uns sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Was gibt's denn zu beachten? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe jetzt praktisch... ich habe mich eigentlich immer von den Angriffen zu sehr treffen lassen und ich habe auch kaum geblockt. Geblockt. Das war auch ein Problem. Glaube ich. Ich will nicht auf der Brücke jetzt hier kämpfen. Guck, guck, guck. Ich muss auch irgendwie so ein bisschen die Angriffsanimationen von den Feinden besser lernen. Weil irgendwie manchmal ist es echt ein bisschen schwierig, die zu lesen, die Feinde, wann sie das nächste Mal angreifen. Bei dem geht's hier, weil er erst so scharrt. Aber diesem anderen Typen vorhin, der ist einfach nur so tschack auf einen zugecharged. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und noch ein bisschen lernen, die Gegner zu lesen. Ja, bei dem hier ist es so. Ich glaube, der hat so ein bisschen ähnliche Animationen wie der Wühler. Und ich springe auch zu oft. Ich springe auch zu oft, wenn keine Attacke kommt. Und dann habe ich keine Ausdauer mehr. Aber jetzt, das ist eigentlich dumm.
Bam. Also es kommt anscheinend auch relativ selten eine Counter, eine Gegenattacke. Wie ist es eigentlich mit Heilpflanzen? Kann ich die auch jetzt schon so essen? Wo ist denn jetzt immer diese... Okay, hier bei Gegenständen sind die... Konsumgüter. Heilpflanze. Sie kann in der richtigen Anwendung eine außerordentlich starke Heilwirkung entfalten. Okay. Jo, und was bringt mir Essen? Das bringt mir plus 9 und das hier bringt mir... Naja, das Essen eigentlich zum So-Essen eigentlich fast genauso gut. Deswegen nehme ich lieber die Nahrung so zu mir. Und hier drüben war noch das andere Haus. Das, wo dieser komische Häscher drin war. Packe ich jetzt diesmal nicht hin. So, wunderbarst. Haben wir die Viecher auch platt gemacht. Was war das denn jetzt? Ich komm da hoch und der Mann hat mir, gibt mir sofort einen Header. Dich hole ich mir. Warum ist jetzt eigentlich der wieder am Leben? Ich hab doch vorhin gespeichert. Kommt der jetzt zu mir oder was? Ich hab doch vorhin gespeichert, warum ist der jetzt wieder am Leben? Eieiei. Tja! Komm her. Mist. Oh. Mist. So, da hat er noch einen schweren Schlag kassiert. Oh, okay, gut. Meine Güte. So ein bisschen Wein kann man ja auch mal trinken. So, das sollte uns jetzt wieder halbwegs hochheilen. Wir plündern jetzt nochmal den Wolf. So, und jetzt weiß ich nicht, können wir uns vielleicht an den Jungen da drüben anschleichen und ihn von hinten töten? Wäre natürlich optimal. Speicher nochmal. Ist der jetzt da? Weil vorhin war er doch da hinten. Ah, hier da drüben laufen sie. Ich kann nicht kurz hier, vielleicht kann ich hier ganzes Zeug ausrauben. Zum Beispiel die Waffe hier. Toll, Metallschrott. Dachte ich, das wäre eine Waffe. Mir fehlt ein Dietrich. Dietrich habe ich leider auch keine mehr. Das ist gut. Noch mehr Metallschrott? Naja, gut. Dich hole ich mir! Okay, die werden sofort aggro, wenn sie mich sehen. Die werden sofort aggro, deswegen machen wir uns mal ein bisschen vom Acker. Oh. Oh. Hilfe! Hilfe! Mit dem Jetpack ist man aber erstaunlich langsam. Natürlich nicht so gut, wenn man vor Leuten davon, wenn die einen mit Raketenwerfern beschießen.
Oh Mann, Leute. Das ist eine Verfolgungsjagd nach der anderen hier. Und uns geht auch langsam die Nahrung so ein bisschen aus. Wir müssen unbedingt Fleisch braten. Ich hätte mich natürlich jetzt auch gerne da drüben in dem Bett ausgeruht, aber da waren natürlich jetzt diese Banditen, die jetzt da auch wieder sind. Meine Monster töten, die eigentlich ich töten wollte. Ja, hilft jetzt aber nichts, da kommen wir jetzt nicht ran. Die Banditen da sind noch ziemlich stark, zu stark. Und oh, und das sieht auch nach einem Lager aus. Da speichern wir auch mal. Das sind wahrscheinlich auch Banditen drin, jedenfalls brennt Licht. Ein Speer. Cool, kann ich den nehmen? Oh, der taucht gar nicht als Waffe auf. Eine Munition, aha. Gibt's auch noch Speerschleudern. Heiliges Kanonendor. Ballisten. Tragbare Ballisten. Also hier brennt zwar Licht, aber ich habe bis jetzt noch nichts gehört und auch noch nichts gesehen. Aber hier sind mit Sicherheit irgendwo Leute. Hier wohnt auch jemand, weil sonst wäre es nicht verboten gewesen, das hier zu nehmen. Vielleicht sollte man wirklich ein bisschen schleichen, statt zu rennen. Aber ich sehe hier jetzt noch keinen und ich würde halt auch gerne mal noch schlafen. Wenn das irgendwo geht. Aber ich meine, solange keiner da ist, können wir uns ja ein bisschen an seinem Zeug bedienen. Wir müssen auch mal gucken, was diese Elix-Tränke so machen. Genau. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Wahrscheinlich hat's... Oh. Was willst du? Verschwinde aus unserem Haus. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Dir zieh ich das Fell über die Ohren. Was ist denn los? Hier ist schon. Also in Ödland sind die Leute ziemlich aggressiv. Und wieder eine kassiert, na toll. Ich muss jetzt ein bisschen mehr mit meinen Heilgegenständen noch sparen. Soll ich den jetzt töten? Einsiedler. Jedenfalls. Oh. Hat er keinen Namen? Ich glaube, ich töte den. Oder meint ihr, das ist eine schlechte Idee? Brauche ich den noch als Questgeber? Ich meine, er hat halt keinen Namen. Von daher. Ey. Oh Mann. Hat er uns geholt. Ach, jo. Mann, da muss man echt aufpassen. Jetzt habe ich leider den Speer nicht mehr nehmen können. Dafür ist hier noch ein bisschen Zeug. Hier, die war cool. Die wollten den Truck aus dem Schlamm ziehen. Nice. Super cool. Energiespeicher. Oh, Raptoren. Meint ihr, wir können schon gegen die kämpfen? Sind halt auch drei, ne? Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier in dem Bereich noch nicht sein soll. Ich kassiere ständig von allen möglichen Viechern. Das ist ja furchtbar. Ja, das war jetzt wirklich. Das ging flott.
Wenigstens wissen wir jetzt, dass wir jetzt halt, wenn die Raptoren kommen, lieber die Beine in die Hand nehmen. Gegen die haben wir noch keine Chance. Keinerlei Chance. Da hinten kommen sie schon. Aber wenn wir da hinten bei diesem glühenden Baum, der wahrscheinlich ein Lager der Berserker ist, ein bisschen Verbündete finden, die uns helfen. Bist du dir sicher? Könnten wir vielleicht eine Chance haben. Wir reden da um den heißen Brei. Das war eine Odyssee, hierher zu kommen. Leute, ich sag's euch. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir brauchen dringend bessere Ausrüstung. Sonst werden wir auch weiterhin so kassieren wie jetzt gerade. Du kannst nicht weitergehen. Wir müssen uns wirklich bessere Ausrüstung organisieren. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Ja, schaltet einfach dann wieder ein. Nächster Part kommt auch bald und bis dann. Ciao.